Ab sofort hat der FC Bayern einen Golden Boy in seinen Reihen, Renato Sanches. Der Portugiese wird am Abend in Monte Carlo von der italienischen Sportzeitung Tutto Sport zu Europas größtem Talent unter 21 ausgezeichnet. Was für eine Ehre, vor allem wer die Namen einiger Vorgänger kennt. Lionel Messi, Sergio Aguero oder Paul Pogba. Mario Götze bekam den Golden Boy Award 2011. Estou muito contente por este grande momento que estou a passar e acho que é um prémio merecido pelo aquilo que fiz o ano passado e estou muito contente, quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, a minha família, os meus antigos colegas que me ajudaram a conquistar esse troféu. Não é só meu, também é deles, por isso um obrigado a todos. Claro que sei que alguns jogadores a nível mundial já ganharam esse troféu, como Leo Messi e muitos mais, Pogba, e acho que vou dar o meu melhor e trabalhar cada vez mais para tentar chegar ao melhor nível possível e tentar ultrapassar eles ou ainda ser igual a eles ou chegar a um patamar igual ao deles ou tentar ser cada vez melhor. Aus Bayern Sicht lohnt sich auch noch ein Blick auf die Plätze 2 und 3 der Abstimmung. Hinter Sanches und Manchester Uniteds Marcus Rashford ist nämlich Kingsley Coman zu finden. Zwei Bayern also unter den Top 3. Unabhängig davon startete die Mannschaft am Montagvormittag bei herrlichem Herbstwetter die Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Mittwoch 20:45 ist Anpfiff. Viel Zeit bleibt da also nicht mehr und bis auf Franck Ribéry und den angeschlagenen Rafinha standen auch alle auf dem Platz. Carlo Ancelotti hat also wohl wieder die Qual der Wahl und vielleicht findet sich im Kader ja sogar noch ein Plätzchen für diesen jungen Mann hier. Fabian aus Albanien durfte auf Einladung von Co-Trainer Paul Clement heute vor unserer Mannschaft tricksen. Normalerweise macht er das in den Fußgängerzonen. Nicht nur Manuel Neuer staunte nicht schlecht mehr von diesem sensationellen Auftritt auf unseren Social-Media-Kanälen. Unser Trainer war übrigens auch am trainingsfreien Sonntag fleißig. Neben der Analyse des Gladbach-Spiels und der Vorbereitung auf Augsburg tauschte sich Carlo Ancelotti an der Säbener Straße mit seinem Landsmann Fabio Capello aus. Ein bisschen plaudern über die guten alten Zeiten. Und noch ein Blick auf unser Junior-Team. Die Amateure feierten schon am Freitagabend einen 2:1-Sieg gegen Schweinfurt und sind nun Tabellenfünfter. Die U19 holte immerhin einen Punkt beim Tabellenführer FC Augsburg, während die U17 beim KSC verlor und Platz 1 vorerst abgeben musste.